Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus liebt es, zu uns zu sprechen und oft auch in Gleichnissen. Und er will uns etwas erklären, in der Tiefe erklären. So auch hier, den Hohenpriester, den Pharisäern. Und er spricht von diesem Mann, diesem Besitzer, der ein Weinberg pflanzt, ihn dann sein anvertraut und er den Pächtern anvertraut. Und dann, als die Zeit der Ernte da ist, dann will er etwas von der Ernte sehen. Aber die Diener, die er geschickt hat, sie werden verworfen, geschlagen, einige sogar getötet. Und Jesus spricht von den Propheten ganz eindeutig. Und das verstehen auch die Pharisäer. Und dann sagt Gott der Vater, ich will jetzt meinen Sohn senden. Ihn werden sie respektieren, sie werden ihn achten. Aber dann wird man sagen, auf. Und das ist der Erbe, wir wollen ihn töten. Dann gehört der Weinberg uns. Und die Pharisäer, Schriftgelehrten, Hohenpriester haben verstanden, Jesus spricht von uns. Und liebe Brüder und Schwestern, wir wollen jetzt nicht über Hohenpriester, Schriftgelehrten reden. Wie oft machen wir uns selbst zu Herren von unserem Glauben? Wie oft hören wir nicht wirklich auf das, was Jesus uns sagt? Bitten wir den Herrn, dass er unser Herz korrigiert und lassen wir uns von ihm korrigieren, damit unser Herz im Frieden ist und damit das, was Gott eigentlich für uns will und von uns will, dass unser Leben Frucht bringt. Eine Frucht, die den Vater im Himmel verherrlicht, eine Frucht, die bleibt. Und so werden wir Frieden finden, wir werden Ruhe finden, auch für unsere Seele. Und wir werden ein erfülltes Leben haben, weil wir Seite an Seite mit Jesus leben können und ihm gehören. Möge unser Leben fruchtbar werden, immer mehr, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.